habe gedacht, ich hole euch jetzt mal mit. Ich hoffe ja, dass er mich auch versteht, ne? Und nicht nur das Auto. Ich muss jetzt mal in die Schule fahren. Ich muss da noch eine Unterschrift abgeben. Hauptsache, fällt alles runter hier. Das ist ja eine coole Sache. Ne? Also ich habe jetzt das Mini, die Mini-Kamera. Oh, unser Katze läuft da hinten rum. Mini-Kamera auch so an die Rutschpads draufgestellt. Die bleibt tatsächlich stehen. Das finde ich ja sau witzig dann doch. Ja. Und jetzt fahre ich mal, dann gehe ich da rum. Und gucke mal, ob das doch nachher anstehend der Film ist. Ne? Andernfalls kriegen wir nicht ganz ziehen. Meistens ruckeln die Filme am Anfang. Ich hatte euch ja auch gesagt, dass ich das Video, wo ich mich beim Backen gefilmt habe, ne, wo ich mit der Geldkamera gefilmt habe, wollte ich hier hochladen. Aber das erste Video hat am Anfang so extrem geruckelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich an dem Video leidet. Oder jetzt an der Karte halt dann, ne? Ich muss kurz ein bisschen machen. Ja. Naja, auf jeden Fall hatte ich gedacht, weil abends, ne, ich bin so miet. Gerade jetzt noch mit Corona. Vielleicht, die machen ja, als wäre sie geistig ja, ich meine, wenn es doch heißt, man darf nur mit Venture oder Korb in ein scheiß Geschäft drin, dann hole ich mir einen scheiß Venture oder einen scheiß Korb. Was ist das Problem? Ach ja, wenn ich doch keinen Bock drauf habe, dann bleibe ich ganz draus, oder nicht? Eine Freundin von mir hat gesagt, sie kann ohne Venture gar nicht in den Action rumgehen, ne? Ich achte. Ich bin ein oder zweimal ohne Avenger in Action drin. Ich bin da bitterlich bereut, ne? Ja. Ich hatte die Arme so voll, dass mir alles im Roller gefallen ist. Nee, also Action ist ein echtes Geschäft, da kannst du einfach nicht. Ey, ist das so kalt hier an der Wut, ey? Schon kalt. Gestern war es so ekelhaft warm, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, ne? Da hatte ich hier auf dem Auto Temperaturmesser, Dingsbums da. Temperaturmesser. Oh. 21 Grad. Was ist denn der drin? Ja. Ich habe keinen Bock, ey. Ehrlich, ich habe keinen Bock, aber wenn doch in die Schulze klutschen, ne? Vor allem, wenn dort Corona-Fall war. Natürlich, muss man jetzt ja nicht unbedingt aufgreifen. Muss ich schon mal 3 Stunden irgendwelche komischen Zettel ausfüllen, weil ja, ne, wie ist wie, wie im Restaurant, ne, muss ich ja dann ausfüllen, ob du da warst oder nicht. Nervig. Absolut nervig, ich sag's euch ja, so wie das. Aber was Sinn muss, muss einfach Sinn, fertig, ne. Dann fahren sie nochmal rum, als wären sie hoch. Hochgradig neben der Spur, ey. Mein Dings hat zu. Mein Flohmarkt hat zu, aber gut, in der letzten Zeit konnte ich eh nicht da vorbeifahren, da steht dann doch verschiedenes Zeichen. Oh, ein hässlicher Schreibtisch. Ja. Was hatte ich jetzt gesagt? Ja, das ist nicht so einfach, ne? Oh, ich muss dran denken, dass ich im Holly Appleshare mitbringe. Holly will Appleshare essen. Dann muss ich natürlich aber was Gesundes mitbringen, ne? Weil anders da funktioniert das ja nicht, ne? Ja, jetzt haben wir 8:30 Uhr. Ne, also 8:22 Uhr. Ja? Wenn ich manche Fenster so sehe, ne? Wie. Da will ich. Weißt du, da denke ich so, wie geschmacklos muss das erst heute dran aussehen, ne? Also in der Wohnung, ne? So.
so steril, weißt du so. Ich hasse so was Steriles, ne? Mir gefällt so was, weiß ich nicht so, ne? Nicht so steril halt, das ist das, was mir gefällt, ne? Aber so sind die Unterschiede, ne? Der eine meint das so, der andere meint das so. Ich meine es halt so, ne? So wie das. Obwohl, was ist so, so altes Bauernhaus, ne? So richtig, also nicht so altes, so gibt es ja so dann mit Ried gedeckt, ne? Meistens sind das an der Nordsee, ne? So Häuser. So Häuser, ne? So was gefällt mir gut. Auch in den USA, ne? Die Häuser, ne? Boah, ey, da gefällt mir ja eins besser wie das andere, ne? Weißt du, die kleinen, ne? Die riesigen Dinger da, ne? So ein kleines Haus, das gefällt mir richtig gut, ne? Mit der Veranda vorne dran, ne? Wo man sich im Sommer hinsetzen kann. Ne? Ey, da sitzen die meisten Leute ja vorm Haus, die sitzen nicht in einem Haus, oder? Wir haben ja schon mal in einem Film, in einem Film von den USA gesehen, dass einer hinterm Haus sucht. Die sitzen vorm Haus auf der Veranda, ne? Die haben die vor der dir, ne? Das finde ich richtig schön. Mit so einer Hollywood-Schaukel, ne? Huckst du da oder auch am Schaukelstuhl. Ha! Das ist schön! Wenn ich im Lotto gewinne, kann ich euch versprechen, ne? Dann gibt es was. Da baue ich mir so ein Haus. Genau so ins. Ja. So ist das. Ach du liebe Güte, der Polizei, oh mein Gott. Gut, dass ich das Licht aushand. Sonst hätte sie nämlich gesehen, dass mir eher die Lampe kaputt ist. Und da sie ja sonst nichts zu tun hat, ne, hätte sie wahrscheinlich umgedreht, wäre mir nachher gefahren. Ne. Hätte mir dann mal richtig Stoff aufgepumpt, wie das halt so ist. Ne. Ja, da hätte meine Salat schon gerade nochmal gehabt. Da wäre das ganze Geld schon immer gerade fort gewesen, wo ich jetzt eventuell verdiene, ne? Ja. Ja, was ist dann? Hi, da vorne doch. Ja, echt jetzt? Echt jetzt? Kann ja sonst nichts zu tun, oder was? Muss immer noch aufpassen, ne, dass die dich nicht schwätzen ziehen. Ne? Dann denken die noch, du würdest über sie herziehen oder so. Ne? Was ja auch so ist, ne? Aber so offensichtlich muss man es ja dann auch nicht machen. Ja. Mal gespannt. Danach gehe ich gerade noch Kaffee. Wenn ich schon mal unten bin, dann gehe ich noch rumklunschen, dann kann ich ja gerade Kaffee gehen. Ich tue mich ja so ziere Kaffee zu gehen, ohne Schatz jetzt, ne? Weißt du, weil, wenn du kein Geld im Arsch hast, ne? Also ich habe ja schon Geld, ne? So jetzt, ne? Aber halt, ne, wenn du nicht weißt, wenn du nicht oft, wenn du mal so oft Geld aufpassen musst, dann gehst du einfach nicht gerne kaufen, ne? Kriegen wir jetzt nicht mehr, ne? Ja. Soll mir noch einer sagen, der normal, wenn das Auto krachen tut, wenn ich in den dritten Gang schalte, ne? Ich kann hier nur Kommode, ne? Das ist unfassbar. Hier wird es nicht langweilig, das ist jedes Mal was anderes, ne? Ja. So ist das doch. Katastrophe. Ehrlich. Ich bin müde. Außerdem hatte ich mir gestern Abend noch, wie Chef kurz hin, ne? Hatte ich mir Brötchen auch noch im Backofen gemacht, ne? Was soll denn das? Polizei im Einsatz. Mit Blaulicht. Was hat die da noch vorher schon noch? Achso, hatte ich mal zwei Brötchen in den Backofen gemacht, ne? Es ist jetzt so dunkel geworden, ne? Erstmal die Schnitz aufgerissen hat oder dran, ne? So hart war die. Weißt du, wenn ich so rückweich, ne, hat mir hier alles aufgesäbelt, ey. Sogar aggressive Brötchen gibt's bei uns, siehst du? So.
schnell. Echt jetzt? Das Auto dort treibt mich in den Wahnsinn. Ich muss kurz Ventilator anmachen. Mir laufen die Schäme schon. Ja, mit mir Auto zu fahren ist so eine Sache, ne? Ich denke, es ist auch noch Tanke. Was ja witzig ist ja, ne, dass ich an die Tankstelle gehe, um Geld zu holen, ne? Aber meistens eine Tanke, ne? Könnte ich ja dann gerade abmachen, ne? Ne, dann mache ich es wie das letzte Mal, ne? Nein, ich den Tank so leer gefahren, dass er schon anfängt hat zu blinken. Und das war, bevor ich es schaffe, ne? Und bin dann um 43 statt in die Tankstelle gestürmt, ne? Dass ich auch pünktlich auf der Arbeit war. Ich hoffe nur, dass manche Leute die Videos noch nicht sehen. Ne? Die denken, ach, die Alte ist total durch. Ne? Die ist einfach total durch. Ne? Ich meine, die meisten wissen ja schon, dass ich total durch bin. Ne? Wie sehe ich eigentlich auch? Oh mein Gott! Ich sehe aus! Ich gehe nicht auf den Schönheitswettbewerb. Oh, Herrgott. Ich kann Jogginghose an, ne, Turnschuhe und ein Dapper T-Shirt, also T-Shirt eigentlich an und Dapper Jacke drüber gezerrt und eine Schal. Heute muss ich einen auf die Arbeit anziehen, weil die scheiß Klimaanlage oder was das immer ist, ne, der Ventilator da oder das Gerät so, wo an der Decke rumhunert, das bläst mir, verstehst du, ich schwitze wie ein Schwein, ne? Ne, wenn ich da schaffe und mache und du, ne, dann schwitze ich echt, das ist unfassbar, ne? Und so, und dann bläst der Ventilator, ne? Und das ist so ätzend, ne? Das nervt mich so, ne? Ja. Aber, ne? Jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt parke. Ne? Ich letzte Woche hatte ich geparkt, dass ich um halbe Haus dort rumrennen muss, weil sie die Ente ja zugemacht haben. Aus unerfindlichen Gründen. Komme, lege ich mich gerade nochmal hin. Fertig hier. Dass ich jetzt oben fit bin, ich muss noch mal putzen. Und ein bisschen Kultur machen. Ja. Die Brille hätte ich mir auch mal keine putzen zur Abwechslung. Aber mein Gott. Wer will schon was sehen heute da? Gott sei Dank kann die jetzt. Boah, ich muss mich beeilen. Ne? Ich habe keinen Bock, wenn die ganze Bakterien schleudern herumlaufen. Kurve. Die Mutter hat immer gesagt, kein Krall, nicht, es gibt eine Kurve. Ja, das ist natürlich kein Parkplatz mehr. Ne? Wer hätte das gedacht? Weißt du was? Ich stelle mich jetzt gerade rückwärts dahin. Ist mir gerade scheißegal. Du mal hin direkt nicht auch noch demolieren, dann sind wir wenigstens nicht so ehrseitig. Kann ich mich jetzt so hinstellen? Dann krieg ich doch gleich nochmal Probleme. Das mache ich gerade scheißegal, ey. Ich will mich in Ruhe lassen. Ja, mit Corona genug zu tun, wir müssen jetzt noch mehr auf den Sack gehen, ey. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. So, jetzt muss ich Stopp machen. Na, dann geht doch auch aus, du.